Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Bozzoli stößt an und wird sich dann voraussichtlich auch, genau wie Hilger, am Mittwoch ins Sturmzentrum einreihen. Gut trainiert, hat Papas gesagt, hat sich den Auftritt heute verdient. Erster Pfosten, er wird gut verlängert. Und da ist die erste Möglichkeit nach einer guten Minute. FAUSI schwindelt da immer ein wenig offensiver rum, aber immer Anspielreiz. Und Bindemann hat jetzt mal richtig Power auf die Seite gegeben. Und da ist das 1:0 für die Gäste. Erst der Pfosten, dann der Schuss. Ich glaube, Brechmann war es, der da getroffen hat. Gut durchgespielt. Bindemann macht da einen guten tiefen Lauf. Und Bozek bewahrt die Ruhe. Erstmal oder vorerst gesagt. Und da haben sie das Übergewicht auf der linken, auf der rechten Seite. Bozzoli, und kurz war die Hoffnung hier groß, dass der Ausgleich gefallen ist. Nur für die SSVG, sie müssen diese Einladung nur noch annehmen und die Möglichkeit da durchzuspielen. Knappe wäre super bereit gewesen einzulaufen, aufpassen, und da ist was, das 2:0. Diallo hätte da fast die Notbremse gezogen und LVUSI muss den eigentlich reinmachen. Von hier oben sah es dann in diesem Moment auch sehr vielversprechend aus und wieder die Möglichkeit. Starker Ball, LVUSI, Wahnsinnsding. Petrit muss nur noch einspielen. Knappe da! Das 2:0 für die Gäste. Bilderbuch tauglich vorgespielt, und so spielt man Fußball. Beweisen es sich selbst, dass sie es in der Situation eine Minute vorher nicht richtig ausgenutzt haben. Wir schauen uns das nochmal an. Hervorragender Ball von LVUSI. Petrit natürlich mit einer scharfen Hereingabe, und Knappe ist da. Hält den Fuß einfach nur hin, und das war das Einzige, was da nötig und richtig war. Abdelhamid verliert den Ball an LVUSI. Gut geschalten, schnell geschalten von Bunk. Und jetzt die Situation, die er eben schon zweimal hatte. Legt links raus und macht den Weg selber für sich frei. Brechmann zieht ab! Und da geht ein kurzes Rauen durch die Bänge. Macht ihm es deutlich offensiver, deutlich auffälliger. Und der nächste hervorragende Steckpass auf Petrit von LVUSI. Und aus der Distanz die Möglichkeit für Knappe. Die einzigen vorne dran, die jetzt den Ball gewinnen. Kaya und Bozzoli, die sich da den allerwertesten aufreißen. Und Diallo nochmal mit der Möglichkeit hier zu verkürzen in der Nachspielzeit. Aber verzieht auch deutlich am rechten Pfosten. Schickt die ersten zwei Reservespieler in die Kabine, um sich möglicherweise dann vorzubereiten auf einen möglichen Wechsel. Hält den Ball drin und aus der Distanz die Chance. Oh, der Aufwind ist zu spüren, die Energie ist da und ist auch noch Kraft da. Etemi chippt den in die Spitze, Bozzoli geht tief. Kim macht es aber auch stark, gute Reaktion. LVUSI, Brechmann, wow. Echt ein schnelles, kurzes, cleveres Fußballspiel. Man merkt den echt an, wie viel Spaß die haben beim Zocken. Brechmann mit der Flanke, und die kommt auf Kalonji. Und der Ball, der war drin, zeigt Schiedsrichter Johannes Liedtke an. Ein wenig Flair von Wembley, und Kalonji profitiert. Das 3:0 bringt die IMS Arena zum Schweigen mit dieser Aktion. Nach diesen zwei Möglichkeiten innerhalb von wenigen Sekunden streckt sich. Ja, und dann ist es vor hier wirklich schwierig zu erkennen mit dieser Kameraperspektive nur. Wuppertal für 2:0 hat erhöht in Rödinghausen. Das einzige Spiel, was noch 0:0 steht, ist in Bocholt, und Majetic. Und das ist das 4:0. Wir haben gerade auf die Tabelle, oder eher gesagt auf die Begegnung geschaut. Und währenddessen der Fehler von Marcel Lenz. Und das schauen wir uns natürlich im Replay nochmal ganz genau an. Majetic erst. 55,
mit der Vorlage. Und dann Bindemann im Nachgang grätscht den Ball unter die Latte von Marcel Lenz. Wird schwierig, hier eine Überzahl zu kreieren. Bleiben trotzdem dran, Hitemi. Macht den Miss links, zieht ab. Und der bleibt gefährlich. Und wir schauen auf Kevin Brechmann und seine Flanke, die kommt. Und Kilian Skorlik ist es dann wohl, der Mann, der einnickt. Es passt alles zu diesem Nachmittag hier in Velbert. Man muss sich wirklich zweimal die Augen waschen und einmal nachdenken, wie das hier zustande kommt. Es passt wirklich alles zu dem Auftritt der Fortuna. Die Flanke kommt, Skorlik ist da, gerade eingewechselt, Topscorer. Kann auch mal von der Bank kommen, da gibt es kein Murren. Er kommt rein und zeigt uns allen sofort, warum. Vor den hunderten Zuschauern, die hier noch sind, die sich das bis zum Ende anschauen, da noch alles zu geben und vielleicht dann nochmal erfolgreich zu werden vor dem Tor von Benzig. Vielleicht jetzt, vielleicht jetzt! Mit Petrit lassen den Ball laufen, wollte ich gerade schon sagen. Berisha nochmal, Hilger vielleicht jetzt. Nimmt den Ball nochmal mit, liegt quer, Berisha. Und auch der landet im Außennetz. Sie sind bemüht und wollen, aber es bleibt kein Ertrag. Am Ende steht es auf der Anzeigetafel. Velbert 0, Düsseldorf 5, Ausrufezeichen. Und das ist meine Packung vom Tabellenletzten. Die Fortuna, die fährt am Karnevalssamstag wieder zu Hause mit 3 Punkten. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.